Herzlich willkommen zum Europa Magazin. Geld darf keine Rolle spielen, hat Kanzlerin Merkel auf dem EU-Flüchtlingsgipfel gesagt. Das klingt super, aber dringender als Geld bräuchte die europäische Flüchtlingspolitik eine neue Struktur, sprich Verteilungsschlüssel und legale Fluchtwege für Asylsuchende, damit sie einen Asylantrag stellen können, ohne sich auf dem Mittelmeer in Lebensgefahr zu begeben oder auf dem Landweg an Europas Außengrenzen einfach abgeschmettert zu werden wie zum Beispiel in Bulgarien. Pushback nennt sich das. Es verstößt gegen das Flüchtlingsrecht. Und eigentlich hat die EU eine Agentur, die unter anderem genau das überwachen soll. Diese Agentur bekommt mehr als 10 Millionen Euro im Jahr und hat ihren Sitz dort, wo die Probleme der jetzigen Asylpolitik wirklich nicht zu übersehen sind, auf Malta. Judith Wedel und Katrin Mattei. Noch mehr tote Flüchtlinge im Mittelmeer. Die maltesische Anwältin Katrin Camillieri setzt sich schon seit Jahren für Flüchtlinge und gegen die Abschottungspolitik Europas ein und wird massiv bedroht deswegen. Auf ihr Auto und ihre Wohnungstür flogen Brandsätze. Jetzt bekommt sie den Preis für Menschenwürde von der Roland Berger Stiftung. Ja, auf der Flucht zu sein durch fremde Länder, Monate oder Jahre lang, das ist schlimm. Aber noch schlimmer ist, es allein auf der Flucht zu sein als Kind. Immer mehr minderjährige Flüchtlinge kommen in Europa an. Viele haben Furchtbares erlebt. Allein auf Sizilien sind letztes Jahr rund 5000 unbegleitete Kinder und Jugendliche angekommen. Doch genauso plötzlich, wie sie gekommen sind, verschwinden sie oft wieder. Wohin? Wissen die italienischen Behörden nicht so genau. Menschenhandel? Prostitution? Oder alleine weitergereist? Klar ist nur, eigentlich gehören die jungen Flüchtlinge in Obhut. Katja Ried. Das sagt eigentlich alles, oder? Wer sich so einen Palast bauen lässt, der braucht nicht mehr viel zu erklären. Sechsmal so groß wie das Weiße Haus ist der neue Palast des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Klare Ansage. Aber Erdogan will mehr. Mehr Macht. Das geht nur über eine Verfassungsänderung. Und eine Weile sah es so aus, als könnte ihm das nach der Parlamentswahl am 7. Juni auch gelingen. Doch plötzlich kommt Gegenwind sogar aus seiner eigenen Partei, der eigentlich stets so loyalen AKP. Martin Weiß berichtet. Aktuelle Umfragen sehen die HDP übrigens bei um die 10 Prozent. Sie könnte Erdogan also tatsächlich einen Strich durch die Rechnung machen und seinen Sultanstraum verhindern. Ein Umzug, zwei, drei Kilometer weiter, das ist eigentlich eine unspektakuläre Sache, aber nicht, wenn fast 18.000 Menschen umziehen müssen. Und schon gar nicht, wenn dieser Umzug nördlich des Polarkreises stattfindet. Wir reden über Kiruna, die nördlichste Stadt Schwedens. Unter Kiruna liegt massenweise Eisenerz. Deswegen muss die Stadt weichen. Mit allem drum und dran. Dem Rathaus, der Schule und natürlich den Bewohnern. Klaus-Oliver Richter. Und jetzt machen wir einen Schwenk vom äußersten Norden Europas ganz runter in den Südosten nach Bulgarien, wo die EU ja so gut wie nichts bewirkt die regierung keine reformen auf die reihe bekommt und viele menschen einfach nur noch weg wollen doch in einem kleinen dorf namens jakimowo schafft es ein einzelner priester diesen trend zu drehen und hoffnung zu verbreiten priester iwan mehr als tausend menschen hat er schon geholfen matthias ebert hat den engagierten priester getroffen ja und nicht nur da nächsten Sonntag kommt das Europamagazin aus Brüssel wie immer direkt nach dem Presseclub. Ich bedanke mich für ihr Interesse an Europa und wünsche noch einen angenehmen Sonntag Tschüss bis bald!